Tag. Local Politics ist heute Abend hier in Augsburg im Annahof. Diskussionsrunde mit dem Vizepräsidenten des Bayerischen Landtages und Mitglied des Bayerischen Landtags von der SPD, Franz Margit. Heute zur Diskussion Distanz und Nähe, Kirche und SPD. Herr Margit, wie haben sich denn die Berührungspunkte und Konfliktlinien zwischen der Kirche und der SPD gegenüber dem letzten Jahrhundert verändert? Historisch gesehen gibt es einen scharfen Gegensatz, ja eine Gegnerschaft zwischen Sozialdemokratie und Kirchen. Das liegt insbesondere daran, dass sich die Kirchen immer auf die Seite der Obrigkeit damals gestellt haben. Aber das hat sich eben im Lauf der letzten 100 Jahre sehr, sehr verändert. Es gibt mehr Gemeinsamkeiten. Ich würde heute sagen, Sozialdemokratie und Kirchen haben viel mehr Gemeinsames als Trennendes. Und es gibt eine hervorragende Zusammenarbeit und eine noch bessere Zukunft in einer Kooperation beider Organisationen. Gehen wir noch kurz auf die Zukunft ein. Wie soll denn die ausschauen zwischen der Sozialdemokratie und den Kirchen? Also zunächst geht es uns Sozialdemokraten darum, die Gesellschaft zu gestalten, in dem Wissen, dass christliche Kirchen hier eine doch große Rolle spielen und wir wollen die anerkennen und würdigen und auch im Rahmen der Beziehungen zwischen Kirche und Staat das entsprechend positiv regeln und ausgestalten. Dann geht es natürlich auch darum, dass wir gemeinsam politische Ziele diskutieren und auch formulieren, Fragen der sozialen Gerechtigkeit, zum Beispiel jetzt auch die Themen, wie geht's weiter mit dem ungezügelten Finanzkapitalismus, ein Thema, das auch in kirchlichen Kreisen sehr kritisch gesehen wird. Und da, glaube ich, gibt es den Bedarf an gemeinsamen Diskussionen und Lösungsansätzen. Und das wollen wir auch versuchen. Wir haben jetzt also auch eine Arbeitsgruppe Kirche und SPD gegründet, um eine Plattform für solche Gespräche zu bilden. Herr Margit, vielen Dank für das heutige Interview. Gerne, vielen Dank. Ja, das war das Interview heute mit Franz Margit, Vizepräsident des Bayerischen Landtages, Mitglied des Bayerischen Landtags, SPD, zum heutigen Vortrag, Diskussion in Augsburg zum Thema Nähe und Distanz zwischen der Kirche und SPD. Vielen Dank fürs Zuschauen.